Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Freunde, ich habe eigentlich was ganz anderes geplant gehabt. Für das, was ich geplant hatte, brauchte ich ein neues Produkt und das habe ich gestern besorgt. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, wow, wie kann dieses Produkt diese Warnung hinten draufstehen haben? Wenn ihr wissen wollt, um was es geht, dann bleibt einfach dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Vielen, vielen Dank für die ganze Liebe zu dem Hattie-Video. Ich habe mich riesig gefreut, diese Möglichkeit zu haben. Es ist natürlich eine riesengroße Ehre und ich freue mich, dass die neuen Leute hier sind. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Maxim, ich lade dreimal die Woche hoch, manchmal auch viermal oder auch fünfmal. Im Moment ein bisschen mehr, eher mehr als weniger. Ich lasse keine Videos für euch ausfallen, aber Freunde. Ich dachte mir, wir schminken heute so ein bisschen mit neuen Drogerieprodukten und ich erzähle euch so ein bisschen, weil ich habe ein paar Sachen zugeschickt bekommen, ein paar Sachen würde ich gerne nochmal benutzen, weil ich sie gut finde. Und einfach so ein kleines Style and Talk und darüber reden, warum diese Foundation entzündlich ist. Freunde, ich möchte gleich anfangen und zwar möchte ich euch ganz kurz was vorstellen und zwar weiß ich nicht, ob ihr Beauty Mate schon kennt. Und zwar ist das eine Pflegeserie und ich freue mich, euch diese Neuheit vorzustellen zu können, weil ich werde ganz oft gefragt, Maxim, was kann man bei der Haut machen? Was kann man bei der Haut machen? Welche Produkte empfiehlst du bei dieser Haut? Und Beauty Mates ist ein Konzept, wo ihr eure Hautpflege selbst anmischen könnt, so wie sie für euch nötig ist. Ich zeige euch hier mal einen Screenshot, wo ihr das Ganze auswählen könnt. Es gibt zwei verschiedene Base-Cremes. Ich habe hier einmal die Hyaluron Boost Creme. Die ist für normale Haut, 24 Stunden Feuchtigkeitspflege. Die hält wesentlich länger Feuchtigkeit und ist perfekt für unters Make-up, deswegen benutze ich das auch in diesem Video. Was ganz spannend ist, es gibt dann dazu diese Drops hier, die man sich so reinmischen kann. Ich habe jetzt hier den Selbstbräuner-Drop, den habe ich auch gestern Abend benutzt und vielleicht könnt ihr es sehen, meine Haut sieht aus, als hätte ich schon so eine ganz leichte Schicht Foundation drauf und so ein leichter Tan, ohne dass es fleckig geworden ist. Was ich hier habe, das ist ein blauer Fleck. Das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach total schön, einfach sich das so ein bisschen an sich selber anpassen zu können. Ich habe auch hier noch einmal den Anti-Müdigkeits-Booster. Es gibt viele verschiedene. Ich setze euch das mal unten in die Infobox. Ich habe sogar einen Gutscheincode für euch bekommen. Ich verdiene nichts an dem Code, aber ich sage es euch immer wieder dazu. Ich nehme als erstes das jetzt aus dieser Beauty Mates Hyaluron Boost Creme. Ordentlichen Schwall. Ihr könnt sehen, also ich habe sie auch schon fast leer, weil ich sie halt jetzt bestimmt schon 5-6 Wochen hier stehen habe. Und vor allen Dingen zeige ich euch das. Ich zeige im Moment auch gerne Skincare für euch hier auf meinem Kanal, weil ich finde, dass das halt eine ganz wichtige Sache ist. Und ich nehme jetzt hier die Anti-Müdigkeits-Booster, die vitalisieren und verbessert die Leuchtkraft. Und davon gebe ich 1, 2, 3, ja, so ein bisschen hier mit rein. Mische das Ganze in meine Hand und dann trage ich mir das in mein Gesicht auf. Und das ist dann auch wie ein perfekter Primer tatsächlich. Zieht super schön ein, es schmiert nicht, es hinterlässt gar keinen schmierigen Film oder so. Und die Haut fühlt sich halt danach einfach auch gleich wirklich prall an. Ihr könnt schon sehen, wie schön diese Leuchtkraft jetzt in meinem Gesicht ist. Und das Ganze lasse ich so ein bisschen einziehen. Ich finde, das ist ein richtig cooles Konzept. Auch das ist eine Marke aus Deutschland, die ich gerne unterstütze, indem ich sie euch zeige. Es gibt was für Anti-Aging, es gibt was für Pigmentflecken. Ich setze euch das einmal unten in die Infobox. Schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Das sind tolle Sachen, die könnt ihr euch auch... Also ihr müsst nicht diese Creme unbedingt kaufen. Ihr könnt ihr euch auch in eure Tagescreme mitmachen. So wie ihr das wollt. Ich finde die aber ganz gut, weil sie halt wirklich schnell einzieht und nicht so dieses Speckige hinterlässt. Ich mag das persönlich gar nicht. Und jetzt könnt ihr auch sehen, wie schön diese leichte Bräune durchkommt. Und jetzt gerade, wo wir eh zu Hause sitzen, ist so ein kleines bisschen Bräune vielleicht gar nicht schlecht. Also ich setze euch das einmal unten in die Infobox. Ich finde es mega, mega gut. Mein Favorite ist tatsächlich auch der Selbstbräuner, weil da siehst du sofort was. 2 Stunden später hast du so einen leichten Glow. Ich habe mir das heute Morgen nach dem Aufstehen aufgemacht und dann... Es wird noch ein bisschen dunkler, ihr könnt das natürlich selber anpassen. Das Ganze ist jetzt aber gut eingecremt und ich möchte jetzt auch gleich mit einem, ja, so einem Primer... Nee, wir lassen den Primer heute weg. Ich wollte eigentlich den NYX High Glass Primer benutzen, aber es soll ja eher um diese Foundation gehen. Ich wurde darauf getaggt, mehrmals bei Instagram. Das ist die Maybelline Fit Me Luminous and Smooth mit Vitamin E, normal bis trockener Haut. Und dachte ich mir so, okay, ist die neu? Ich habe geguckt, die ist wohl neu, so wie sie hier ist. Und dann bin ich in die Drogerie gegangen. Die Tester sind im Moment nicht da, deswegen weiß ich nicht ganz, wie die Farbe ist. Ich habe einfach gegriffen und das sieht halbwegs okay aus. Ich habe jetzt hier die 120 Classic Ivory, soll einen Lichtschutzfaktor von 18 mit drin haben. Ich würde auf sowas niemals vertrauen. Also wenn ihr irgendwelche Serien oder Säuren oder so in eurer Hautpflege benutzt und dann glaubt, dass es okay ist, wenn ihr eine Foundation mit Lichtschutzfaktor benutzt, Girl.
not enough. Also da muss ich die ganze Flasche wahrscheinlich über mein Gesicht gießen, dass das Ganze irgendwie ein bisschen was bringt. Auf jeden Fall habe ich mir das dann so angeguckt, habe ein bisschen geswatcht und schaute dann hinten drauf und hier steht Liquid Foundation for Normal to Dry Skin Hydrates and Smooths Skin Texture Natural Luminous Finish. Und dann dick fett hinten drauf, also ne, so wie es dick fett hier draufstehen kann. Achtung, flammable until dry. Do not use near fire, flame or heat. Ich muss mal gucken, ob das auf anderen Foundations draufsteht. Aber ich habe noch nie in meiner ganzen Make-up-Karriere eine Foundation gesehen, wo eine Warnung drauf stand, dass sie entzündlich ist. Freunde, ihr kennt mich. Was macht Maxim Giacomo abends um 18, 19 Uhr, wenn er so etwas sieht? Steht hier was drauf? Auch nicht. Also das ist die erste Foundation, wo ich sowas in meinem Leben gesehen habe. Ich habe das Ganze selbstverständlich für euch getestet und ich blende euch das Ganze mal ein. Ihr seht, also es hat sich nicht entzündet. Ich habe jetzt aber natürlich auch nicht die ganze Flasche angezündet mit einem Flammenwerfer. Ich weiß es nicht. Also das hat mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ehrlich gesagt. Aber ich habe viel Gutes davon gelesen und ich möchte sie jetzt einfach testen. Ich meine, ich gehe nicht so nah mit dem Feuerzeug an meine Haut, während sie nass ist, dass sie brennen könnte. Meine Vermutung, bevor es irgendwie Shade gibt an Maybelline oder so, um Gottes Willen, gar nicht. Ich vermute, dass sie gesetzlich einfach dazu verpflichtet sind, weil hier ein Stoff mit drin ist, der flammbar ist. Wahrscheinlich ist es Alkohol. Ich weiß es nicht. Aber sie müssen es dann draufschreiben. Also es brennt nicht. Ich habe das Ganze getestet, weil ich... Da war ich schon ein bisschen schock, als ich das gelesen habe. Ich nehme jetzt einfach meinen Beauty Blender und trage mir das Ganze einmal auf. Die Creme ist gut eingezogen und ihr seht, ich habe so einen leichten Glow auf jeden Fall noch mit drin. Der kommt durch diesen Anti-Müdigkeits-Booster. Und die Foundation? Okay, Freunde, stopp. Schreibt mir bitte jetzt in die Kommentare ein Color Match von 1 bis 10. Ich tippe, es ist eine 8. Das ist eine ganz, ganz flüssige Foundation. Nicht ganz so wie Wasser, aber sie ist doch schon recht flüssig. Und ich mache wie immer erstmal eine halbe Seite für euch, dass ihr so ein bisschen sehen könnt, wie die Deckkraft ist. Als ich sie gestern geswatcht habe auf meinem Armband zu Hause, weil die Tester waren ja nicht da, richtigerweise, dachte ich mir so, das ist aber eine leichte Foundation. Jetzt, wo ich sie hier aber so im Gesicht habe, muss ich sagen, sieht die sehr, sehr schön aus von der Deckkraft. Nicht zu doll, ich sehe ganz leicht noch so ein bisschen meine Haut durch, aber eher auf eine Art und Weise, dass sie ist da. Also es sieht aus, als hätte mein Körper besteht aus Haut, aus äußerlich. Und ich gebe einfach nur so ein bisschen Pflege drüber. Sieht sehr, 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 sehr schön aus. Ich blende mir das Ganze hier nochmal ein. Das Finish ist tatsächlich sehr luminous jetzt, bis es trocken ist. Jetzt ist es aber auch noch entzündlich. Finde ich so krass. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass eine Foundation diese Warnung drauf hat. Ihr könnt gerne mal, geht mal bitte, wenn das Video vorbei ist oder jetzt, macht Pause. Kommt auf jeden Fall wieder. Geht mal zu eurer Foundation und schaut mal, ob ihr so eine Warnung draufstehen habt. Aber Deckkraft gefällt mir sehr, sehr gut. Farbe gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich bin hier natürlich jetzt etwas brauner durch die Selbstbräunungsdrops. Aber ihr seht, es sieht wunderschön aus. Und ich hole euch auch gleich ein Stückchen heran, nachdem ich die andere Seite hier gemacht habe. Ich hole euch jetzt ein Stückchen heran. First Impression auf die Entfernung. Wow. Okay, ich brauche einen Spiegel. Ich brauche dringend einen Spiegel. Krass. Wenn ihr im Vergleich die Catrice Liquid Radiance Foundation kennt, diese Foundation sieht aus wie Wasser. Das ist ganz krass. Das sieht wirklich aus wie Wasser. Ihr seht ja diesen Glow auf jeden Fall. Deckkraft völlig ausreichend für mich. Und ich glaube auch für viele von euch. Wunderschön. Okay, wow. Ich lasse das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen antrocknen und mache weiter mit Concealer. Und ihr habt es in dem Hattie-Video wahrscheinlich gesehen, sie hat den Wet n Wild Concealer ausgesucht. Und Freunde, ich muss sagen, seitdem wir dieses Video gedreht haben, ich benutze ihn jeden Tag. Mein Tarte Shape Tape ist cancelled. Der hat genauso viel Deckkraft. Ich habe hier diesen Pömpel rausgenommen, dass ich einfach ein bisschen mehr Produkt rauskriege. Die Deckkraft ist mindestens genauso hoch wie die vom Tarte Shape Tape, wenn nicht sogar höher.
Und das sieht viel, viel schöner aus. Und er kostet einfach nur ein Drittel oder so. Die Wet n Wild Concealer gibt es bei Beauty Bay, bei Edeka gibt es die wohl auch. Ich habe es bei Edeka aber noch nie gesehen, eine Make-up-Theke. Aber der ist einfach wunderschön. Er lässt sich mit jeder Foundation, wirklich mit jeder Foundation perfekt verblenden. Und auch jetzt mit der Hautpflege von Beauty Mate drunter sieht das Ganze super aus. Ich habe Lidschatten heute schon mal gemacht. Ich dachte, ich benutze einfach mal eine Palette. Schau mal, wie ich klarkomme. Seht ihr diese Deckkraft von diesem Concealer? Den gibt es in super vielen Farben. Der hat eine super krasse Deckkraft. Der riecht nicht so schön, das ist okay. Aber das Finish ist einfach wunderbar. Und ich bin immer noch schock über diese Foundation gerade. Die sieht aus wie eine sehr, 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 sehr teure Foundation auf meinem Gesicht gerade. Ich habe die Maybelline Fit Me Foundation einfach noch nie getestet. Vielleicht sollte ich das mal machen. Wobei, die sieht super aus. Ich werde jetzt mit diesem Look keinen Langzeittest machen. Aber ihr seht das Video ja am Freitag. Heute ist Mittwoch. Ich habe noch ein bisschen Zeit, die Foundation zu testen. Und ich schreibe euch das wie immer dann einmal unten in die Kommentare. Oder ihr schreibt mir in die Kommentare, ob ich euch nochmal einen wirklichen Langzeittest zu dieser Foundation machen soll. Also das Ganze sieht wirklich krass aus. Ich würde das Ganze einmal setten und ich benutze dazu mein Sassy Beauty Puder. Ich liebe dieses Puder. Also das ist so eine wirklich gute Alternative zum Jeffree Star Puder. Man kann damit wirklich gut baken, man kann damit aber auch wirklich nur leicht setten. Also das liegt dann am Ende ganz bei euch. Ich zeige euch das die Tage aber nochmal auf Instagram ein bisschen genauer, weil es halt wirklich gut ist, auch das Setting Spray. Okay, so sieht das Ganze wunderbar aus. Mit dem Rest gehe ich einfach so ganz leicht über die Foundation, weil ich möchte die jetzt nicht so krass gesettet haben, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte nur so einen leichten Touch of Powder in meinem Gesicht haben, weil ich liebe diesen Glow. Ich gebe mir am Ende eh wieder ein Glow Spray drüber. Aber so ist das Ganze wunderschön. Ich finde, Maybelline ist bei mir per. Oh, ich bin so dumm wieder. Ich habe noch einen Cream Blush. Das ist von. Geben wir den noch rüber? Ja, kommt. YOLO. Das ist von Rival Loves Me oder Rival de Loop, ein Allrounder Face Stick. Hier ist einmal ein Highlighter drin und ein Blush. Nehmen wir den jetzt noch? Ich habe nämlich auch noch eine Blush-Palette. Den kann man auch auf den Lippen benutzen. Ich gebe ihn jetzt. Okay, she's pink. So sieht der einmal geswatcht aus. Recht pinkig. Den Highlighter swatche ich auch nochmal. Also man kann das so rausdrehen und dann. Krass. Okay, das sieht wirklich gut aus. Ich lasse das Ganze mal so ein bisschen antrocknen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Sachen sehr gut funktionieren werden. Ich habe aber noch ein anderes Produkt, beziehungsweise vier. Aber ich benutze heute nur eins. Von BH. Die haben mir diese Vanilla Cream Truffle und diese ganze Kollektion geschickt. Und in jeder Palette sind vier verschiedene Blushes mit drin. Ich möchte jetzt tatsächlich mal in so eine Farbe hier gehen. Das ist eine Farbe, die ich sonst eher nicht benutzen würde, weil sie so ein bisschen kühler ist. Aber es gibt wirklich wunderschöne, viele verschiedene Paletten. Die kosten 12 Euro für vier Farben. Das ist richtig gut. Und ihr seht, wie pigmentiert die auf jeden Fall sind. Ich habe natürlich jetzt noch keinen Bronzer benutzt. Aber wow. Okay, das kann man auch nicht viel falsch machen, wenn ich ehrlich bin. Ich gebe mir jetzt ein bisschen was auf die Lippen. Und zwar haben meine Freunde von Catrice 12 neue Liquid Lipsticks rausgebracht. Ich habe euch schon mal einen gezeigt. Die sind gerade in so einem Extra-Aufsteller. Und das sind diese Matte Pro Ink Non-Transfer Liquid Lipsticks Last Up to 12 Hours. Ich mag die sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, wo der andere ist. Ich glaube, der liegt hier irgendwo in der Schublade der Schande. Füßchen ist ganz spannend. Das ist wie so ein kleiner Spatel. Und die Deckkraft ist halt einfach wirklich krass, ne? Das ist jetzt die Farbe Trust in Me 010. Und den lasse ich kurz antrocknen und der trocknet matt runter, ne? Also er hält auch wirklich den ganzen Tag. Ich würde einmal ganz kurz eine Mascara mit euch testen, während der trocknet. Da gibt es auch aus dieser Limited Edition von Rival de Loop einmal Wimperntusche, einmal für oben und einmal für unten. Finde ich ganz spannend, denn meine liebste Mascara aktuell ist die Never Seen Before Mascara von Rival Loves Me. Da ist das Bürstchen allerdings recht groß und nicht ganz so präzise. Deswegen benutzen wir jetzt diese hier einmal. Ich curle einmal ganz kurz meine Lashes und fange oben an. Das Bürstchen sieht einmal so aus und sieht gut aus. Freunde, hallo. Ihr könnt jetzt nicht ganz so viel in der Kamera sehen. Ich zeige es euch gleich aber nochmal. Trennt die Wimpern gut, macht schwarz, macht jetzt nicht so boom, dicke Lashes. Ich mag das persönlich aber auch nicht, wenn die so klumpig aussehen. Wir probieren. Ach nee, ich mache erstmal meinen unteren Lidschatten. Und jetzt könnt ihr sehen, dass der Lippenstift auf jeden Fall schon trocknet.
Und jetzt testen wir die Mascara für unten. Das ist ein wirklich kleines Bürstchen, aber nicht so lang. Also sehr präzise. Und ich kann mir vorstellen, dass man damit auch hier vorne sehr, sehr gut arbeiten kann. Weil bei mir fällt das immer auf Fotos auf, wenn ich die bearbeite, dass vorne ich meine Wimpern nicht getuscht habe. Und damit komme ich da jetzt aber hin. Okay, ich lieb's. Ihr könnt's, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber ich komme wirklich direkt bis an mein letztes Wimpernhärchen hier vorne. Klasse. Sehr, sehr schön. Rival Bombe. Toll. Also alleine, ich weiß jetzt nicht, wie sie den ganzen Tag hält. Ist sie wasserfest? Nee, steht jetzt nicht drauf. Aber alleine wegen des Bürstchens eine richtig, richtig coole Aktion. Liquid Lipstick ist getrocknet. Der hält auch wirklich bestimmt die nächsten 8 Stunden durchgehend ohne irgendwas. Ich gebe mir noch ein bisschen Gloss drüber, weil ich das persönlich schöner finde. Und der ist aus der Essence Bloom Baby Bloom LE. Das ist so ein Lip Oil. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, damit der Liquid Lipstick sich nicht zersetzt. Aber ich tupfe mir das nur so ganz leicht drauf, dass dieser Matt-Effekt weg ist. Und so zersetzt er den Liquid Lipstick auch nicht. Okay, ich habe jetzt auch gar keine Lashes drauf gemacht, denn das ist einmal der fertige Look. Und ehrlich gesagt, ich lieb's. Also meine Base sieht wunderschön aus. Die Pflege hat natürlich die Haut einmal nochmal richtig schön aufgepolstert und ganz prall gemacht. Die Foundation sieht auch aus wie ein Traum. Ich liebe diesen Lippenstift. Den Blush, den teste ich die Tage gerne nochmal mit euch. I'm sorry, ich wollte ihn euch einfach nur nochmal gezeigt haben. Ihr könnt ihn aber auch, wie gesagt, auf den Augen, auf den Lippen. Könnt ihr benutzen, wo ihr wollt. Könnt ihr auch, na, essen vielleicht nicht, aber könnt ihr machen, was ihr wollt mit. Ich bin begeistert. Es ist so schön zu sehen, dass viele neue Produkte in die Drogerie gerade einziehen. Und wir sie aber auch online kaufen können. Ich probiere euch die Produkte einmal unten in die Infobox zu setzen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei Beauty Mates einmal vorbeischaut. Damit unterstützt ihr nicht nur ein Unternehmen in Deutschland, sondern ihr unterstützt auch mich. Und ich mag die Sachen gerne. Also Freunde, wenn ihr ein bisschen einen fahlen Teint habt und eure Foundation nicht passt, selbst Bräuner Drops. Ist mega. Ihr habt es gesehen. Es gibt einfach einen richtig schönen frischen Kick und ihr seht einfach gleich viel gesünder aus. Und es sieht so aus, als wärt ihr die letzten 2 Wochen nicht zu Hause gewesen. Ich bedanke mich, dass ihr heute wieder dabei wart, Freunde. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf.